Die Bestimmung der Mangellochwesen ist es also, erneut wieder Mangel in die nächsten Mangellochwesen zu schlagen, damit dasjenige geschehe, worum es ginge in der Bestimmung, nämlich ein Los zu erhalten, das man je nachdem so umformen möge, dass daraus Glorioses, Neues, Akzentuierteres würde, neue Sensationen an Formtypen, Gestaltvariationsexperimenten oder man eben zum Abfall, zum Schund, zum Versager würde, der diese Bestimmungslosanforderungen nur als abwürfig, als elendiglich, als nicht fantastisch, nicht wunderbare empfände. Diese Logik der Eucherontischen, das nicht auffüllbare, sondern immer sich wiederholen müssende qua nie Auffüllbarkeit und dennoch Auffüllbarkeitszwang, sprich immer wiederkehren müssen, als das nie wieder gleiche, aber nie nicht wiederkehren müssen, als ein immer wieder anderes, das kann nur von reproduktionsfähigen Eucherontischen als glorioses Konstrukt einer ewigen, sich wiederholenden Wellenwelt aufgefasst werden, indem ich mich als Partikel oder Teilchen innerhalb dieser unaufhörlichen ewigen Bewegung auffasse, gleichwohl mit allem verknüpft und damit das kleinste Rädchen, das unabdingbar notwendig ist, um das Ganze am Laufen zu halten, denn fehlte es an mir, an dem kleinsten Atom, würde etwas innerhalb der Gesamtheit fehlen und diese auch nicht existieren können. Diese Selbstüberzeugung von demjenigen, dass ich unablösbares, unabdingbares, kleinstes Rädchen im Weltengewebe bin, ohne die es nicht nur nicht funktionieren würde, sondern gar nicht existieren würde, ist schon eine Hybris, nämlich die Vorstellung, dass das Kleinste im Größten und das Größte im Kleinsten ist, dass ich Teil des Universums oder des Bewusstseins bin und dieses umgekehrt in mir. Also wie gesagt, das ist die Lochmangelwesen, Erfüllungs-, Auffüllungs-, Wiederkehrslogik, die sich aus sich selbst tautologisch ergibt, etwa nach der Formel: Ich bin eine Blondine, ich muss darüber nicht nachdenken. Aber er hat recht, Sadhguru hat recht. Das Entscheidende ist tatsächlich, ob man dieses von außen kommende Losschicksal, der Stein, der durch die Gegend fliegt, egal ob er einen Verursacher hat, einen ersten Beweger oder eben nicht, es kommt darauf an, was ich aus dem auf mich zufliegenden Stein mache, der mich am Bein trifft oder der Zanzare, die mich ins Knie zwickt, sage ich, ich laufe davon oder sage ich, ich schmeiße ihn zurück oder sage ich, ich baue mir daraus ein Haus.